ist erfolgt und ein dicken Satz mit der wilden 13 Max Perry. Ja, und der Junge lässt da überhaupt gar nichts anbrennen. Der hat wohl noch Nudeln auf dem Herd. Der zieht da einsam und alleine aus dem Eck auf die Gegengerade und wird jetzt verfolgt von Marlon Hegner. Ja, da kein Leib gespielt hat. Jetzt Marlon Hegner auf der zweiten Position. Und dann mit der roten Farbe hat sich jetzt auch die dritte verbessert. Theo Rubuni. Das hat er dann auch inne. Theo Rubin zieht jetzt auf die zweite Position vor. Passiert Marlon Hegner jetzt auf der Start und zieht gerade. Aber vorne einsam und alleine Max Perry. I hope it's not so boring in front. Und Theo